Also ich kenne bestimmt jetzt mittlerweile locker 100 Leute, mit denen ich da zu tun habe hier im Spiel. Boah, Und ja geil. ich bin hab, ja, hier ins Spiel gekommen am 11.12. letzten Jahres. Echt? Das ist auch noch nicht so lange. Ne, 4 Monate. Aber kennst du einen, kennst du alle. Ja, ne? Nee, macht ja auch Spaß, ja. Ist doch auch cool. Ja, es ist, mein, die deutsche Community so ist, was von Streamern her und wie sie hier gerade so auf Twitch ist, die Leute es sind halt nicht viele, ne? Und da bist du bei irgendjemandem drinne, bei einem anderen Streamer oder sowas, dann irgendwie findest du immer wieder mindestens 10 Leute, die da Ja. mitschreiben. Hast du letzte Woche oder am Vortag bei zig anderen auch schon mit denen geschrieben. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, das ist echt cool, ey. Es sind immer dieselben da und eigentlich kannst du so, muss ich von mir aus, von meiner Seite aus sagen, kannst du, ja, hypt hier jeder jeden. Das ist so genial. Ja, habe ich ja gemerkt, wo ich hier ganz neu war. Ich glaube, da war ich Level 6, ich weiß nicht. Da habe ich auch voll die Sachen geschenkt bekommen und die Hälfte davon konnte ich gar nicht nutzen, weil ich das noch gar nicht freigeschaltet, also noch gar nicht das Level dafür hatte. Aber voll Oder cool, halt die Fähigkeit, die Dingskraft oder die Fertigkeit dafür. ja, genau. Aber trotzdem von jedem hier was bekommen, von jedem gewünscht bekommen und alles. Nee, war schon echt cool, ey. Das Lustige ist irgendwie auch, oder den Streamer kannst du so sagen, oder wenn ich jetzt als Zuschauer bin bei den Leuten, ne, meinetwegen, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal die Größeren hier, Leonius, der Raccoon, Hockey Mania, Beam, Feierabend und so weiter. Ja, da habe ich überall schon mal Subs da gelassen und auch mal ein paar Bits, solche Scherze. Oder einfach mal eine Sub-Bombe rausgehauen, mal 5 Gifted-Subs oder 10er. Ja, Das geil. kommt doch irgendwo dann auch wieder zurück, ne? Weil die Leute, die zum Beispiel sowas bekommen haben, die kommen dann bei dir mal auf den Stream, ne? Und hauen dann auch was sowas raus, ne? Ja, klar. So gesehen, du investierst was und aber dasselbe kriegst du dann irgendwann auch von den Leuten auch wieder. Irgendwo bleibt das Geld bei den Leuten selbst. Das ist so geil. Wenn du das, was du ausgibst, kriegst du dann so gesehen fast wieder, ne? Mit Ja, wie Abzügen von geil. Twitch oder so. Aber. Bitte, was meinst du? Als Twitch. Ja, die 30% für Ja, Twitch, ja, aber genau. im Endeffekt, Das Haus gewinnt immer. ist wie eine moderne Geldwäsche, Ich ne? wollte So das sagen. herschieben. Was für eine Rolle und Angel ich habe. Hier habe ich jetzt, oder warte, ich zeig dir das jetzt gleich. Das ist ein bisschen einfacher. Ich habe das jetzt eben erst wieder gewechselt. Oh, und ich muss echt aufhören, einzuziehen, wenn der rauszieht. Das passiert mir die ganze Zeit noch. Ein paar Mal deine Spuren. Ich glaube, dann hat es versucht. Ja, ich weiß. Irgendwann wird es teuer, ne? Ja, bei denen kostet es nicht viel, noch nicht. Aber wenn halt mal das Getriebe knack macht, das ist ja das Weiße, was passiert, wenn der hier Aber ist auch scheiße. Soll ja auch ankommt. nicht sein. Ja. Auf dem Level hat man halt auch noch mega wenig. Ne? Ja, Ja. eben. Auch so 100 offen für eine Bremse oder so schon mega weh. Jetzt nur bei den Asiatics ist das nicht so teuer. Da kommst du vielleicht auf 80 Schrottbremse oder beziehungsweise schrottischen Getriebe bei 50 Euro. Ey, Felix, Felix Game, ne, Felix, ja, freut mich, dass du dabei bist. Vielen Dank für den Follow. Sehr cool. Ja, das ist ja auch so ein Lurker, den habe ich vorhin auch so gesehen. Schon die ganze Zeit eigentlich dabei. Und bestimmt 2 Stunden. Okay. Ja, geil. Oh, hat hier, guck mal. Vielen Dank für den Host. Oder fürs Hosten, ja. Hat dich für 8 Ach Zuschauer nee, gehostet. andersrum. Geil. Nee, andersrum, ne? Ich werde. Nee, das war, wo ich vorher geguckt habe, wer noch so online ist. Da hatte er auch noch das Team laufen, genau. Ah. So war das. Ja, aber auf jeden Fall voll cool.
Aber ich hab. Sobald er was schreibt, muss ich mal gleich mal drauf gucken. Bitte? Sobald er gleich mal was schreibt, muss ich gleich mal drauf gucken auf seinen Kanal. Mhm. Felix Game. Schreib mal was. Tu es. Trau dich. Mal gucken. Will den Follow da lassen. Komm, tu es. Hallo, hier kann jeder machen, was er will. Wir werden keine. Mensch, da muss ich halt so suchen. Oh, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Meine Dingens ist voll heiß gelaufen. Oh, ich glaube, der haut mir ab. Ich muss den noch mal einhängen. Draufspucken, drauf sehen oder das Wasser reinhauen, kühlt ab. Ja, genau. Ah, Mist. Falsche Angel. Zu Twitch gehen. Blub, blub, was meinst du, Herr? Ich hab grad nicht aufgepasst, sorry. Ich denke immer wegen den. Wegen der Angel, wegen der Heißluft. Ach. Hat er sogar einen Host da gelassen? Na, guck mal. Ja, genau, voll cool. Jetzt sehe ich gerade, weil ich auf seinen Kanal mal drauf geguckt habe, bist du nämlich gerade oben im Host. Yo, Felix Game, danke dir. Verdient auf, danke dir, auf jeden Fall. Cool von dir und danke für den Follow. Freut mich riesig. Ich spiele auch alles kreuz und quer, der Kleine. So, jetzt komme ich dem Fisch aber, glaube ich, langsam näher. Spielt er denn alles? Hier ist ein schönes PUBG. Irgendwas, was kein Mensch kennt. Ich zumindest nicht. Das kenne ich auch nicht. Obwohl das eine sieht aus wie. Habe ich dich. So, Papti. Und zwar ein 3 Kilo Seewarnforelle. Eine 3 Kilo Seewarnforelle. So, auf jeden Fall voll cool. Danke, Felix. Der Sehr Junge cool. schaut aus. Freut mich. So, jetzt muss ich mich schnell noch um die andere. Nee. Oh, passt ja alles. Okay. Jung sieht er aus, der Felix. Bitte? Sache sehr jung sieht er aus, der Felix. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Na komm, hauen wir mal so ein Follow rein und schauen wir mal, was das nächste Mal so treibt hier. So. Knackscher 18, das habe ich schon mal auch gedacht. Also zwischen 18 und 20 maximal. Ja, top. Ja. Wer früh anfängt. Ja. Und sieht wirklich, dass wir deine Video, was ich mir gerade ganz kurz mal angeschaut habe, die Pubertät hast du auch nicht erlebt, oder? Bitte? Die Pubertät hat der Felix auch nicht erlebt. Also, ich bin hier voll Das im. sieht so jung aus im Gesicht. Nicht mal, dass ein Pickel oder sowas da gewesen wäre. Okay. Ja, ist doch ein Kompliment. Ja. Das ist doch schön. So, warte Schauen wir mal, mal. was das nächste, was du treibst. So. Undefined Owl ist auch noch dabei. Kacksache. Oder was? In der Klatsche. Kacksche. Kacksche, ach so, sehr schön. hab mich halt. Ja. Alles gut, muss gar nichts sagen. Ist doch top. Weißt du, wie das bei mir Das ist, wenn Schöne an ich. Corona ist, ne? Man braucht sich nicht rasieren. Ja, eben. Aber Ne? weißt du, wie das bei Oder nach mir. Maske sieht keiner an Basen. Nee, erst Bart wachsen lassen, das ist bei mir sowieso fast unmöglich, ey. Ich muss 3 Wochen warten, dann habe ich hier 2 Haare oder so was im Gesicht. Das ist voll Das fühlt sich schrecklich. schlau um, ja. Naja, das ist. Und ich sag Schwierig. dir besser nicht, wie alt ich bin. Ich bin schon über 18. Das auch immer alt. Hau Was? raus. Hau mal raus, wie alt ist er denn? 37. Dann nur Pflaumen. Ja, deswegen sage ich ja, ich hätte nicht sagen sollen. Na, wo sind denn die Haare hinten auf dem Rücken oder was? Ja, hallo?
Stimmt nicht, die sind unter der Da Fließzerne. fliegen noch auch Lachen. Ja, so ist das halt. Aber ich freue mich, muss ich mich alle 2 Wochen rasieren und jetzt mit Corona einmal im Monat alles Gute. Das war auch nur ein Witz, ne? Erstmal vielen Dank, Felix, uns. Jo, Noch einen danke schönen dir, Abend. Felix. Dir auch noch einen schönen Ja. Abend oder gute Nacht und wir sehen uns bestimmt die Tage. Aber freut mich, dass du noch voll, also alle da gelassen hast. Das war echt cool. Danke dir. Und danke für den Follow. Schöne Eiche, schöne Eiche. 15 Silber. Bitte? Die schöne Eiche, 15 Silber. Ja, top, top. Ja, bei mir ist es so, wenn ich mich eine Stunde vor dem Stream rasiere, kannst du im Stream zuschauen, stündlich, wie der Bart wieder rauskommt. Ja, Sehr nach 5 geil. Stunden Stream hab ich dann schon wieder so, siehst du schon wieder, wie die Schattierung kommt. Ja, geil. So, tue ich dann am nächsten Abend anmachen, dann sehe ich aus, wie manche nach 3 Tagen erst. Nee, so ist das bei mir nicht. Bei mir lohnt sich das fast nicht, wegen mit Rasieren. Also ich tue mich dann alle 7 Tage rasieren, habe aber dann schon so einen Bart, der ist fast 1 Zentimeter lang. Das ist Ah, Wahnsinn, Mist. wie das bei mir schießt. Okay. Ja, Ja, du bei auch, dem bis einen so, bei dem 25 anderen so. so, ja. Bis 25 hatte ich das auch nur so am Kinn und so ein bisschen, ja. Also Oberlippenbart und hier bis zum Kinn runter das Ding. Und die Seiten waren komplett frei. Okay. Wow, ich passe hier Richtung gerade wieder nicht 30. auf. Ja. Was? Ja. Nochmal. Richtung 30. Ich sagte, Richtung 30 Jahre. Ne, wurde es immer dichter und in den letzten 2, 3 Jahre schießt das nur immer. Ja. Aber dafür kein Haar auf dem Rücken, keine Haare auf der Brust und Bauch. Keine So Haare froh. auf dem Arsch. Da sind sie mehr als genug. Muss aufpassen, dass sie nicht verfilzen, du, dass ich hier Rastas da hinbekomme. Ja, genau. Das waren wieder Gespräche für den Arsch, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, siehst du, und zack sind alle Zuschauer weg. Nein. Nein, Quatsch. So, ich muss jetzt gucken, dass ich den hier kriege. Ich habe die Bremse wieder runtergeknallt, weil die mir so warm wurde. So heiß gelaufen ist. Fand ich heute auch bei, wie war das? Was Macho? Nee, das war. Doch, es war Maccolino heute. Ja, das war auch so, da waren so, ich glaube, 70 Zuschauer da. Boah. Ne? Und ja, bei denen ist immer viel los. Ja, geil. Ne? Und der hatte dann irgendwann mal was rausgehauen, ne? Wo wir im Turnier waren. Ne? Er fängt nichts als Streamer, da habe ich schon mal reingeschrieben, hier, ja. So, das ist wieder der absolute lebende Beweis dafür, Streamer-Bonus gibt es nicht. Und da hat er gesagt, ja, aber den gibt es definitiv nicht, aber es gibt einen Tittenbonus. Ne? Alle, die oben auf den ersten 5 Plätzen sind, haben alle Titten. Ja. Das war doch nicht, das ist scheißegal. Okay. Ne? Und dann ging gleich im Chat los. Wie Titten, wo Titten, was? Wer hat Wie Titten gesagt? Und dann eben hat er über 120 Zuschauer gehabt, da ich gesehen, wow. Ja, Ich geil. weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber das war Hammer. Das ist auch schöne Lachen. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Sex Sales. Das Ganze. Ja, ich habe auch bei den Turnieren gut vorgelegt, angefangen und dann am Ende ja, gut verloren, kann man sagen. Okay. So wie ich vorgelegt habe, habe ich dann ab Hälfte des Teams komplett nachgelassen. Ah, schade. Wollte nichts mehr. Und ein Ausschlitzer nach anderen. Bremsenfische, ne? Hast du schon stehen geblieben und langsam rein? Das ging nicht. Und trotzdem weg. Ja. Ja, geil. Rico, ich wünsche dir gute Nacht, einen angenehmen Schlaf und träum was Süßes. Träum von mir, ich träume bestimmt von dir. Jo, auch von mir. Danke nochmal für den Follow und danke hier für die Spule. Sehr geil. Ich wünsche auch eine gute Nacht und wir sehen uns bestimmt die Tage. Ciao, Du musst noch ein ciao. Herz reinsetzen. Ja. So, warte mal, ich hab aber den Fisch jetzt gleich hier. Kann ja wohl nicht Yeah. sein, dass der immer noch abhaut, ey. Oh nein, ich schaff die Kurve nicht. Oder? Nein. Ich fahr vor Schön die in die Wand. Kurve gekratzt. Ja. Oh, warte mal, der rastet gerade hier voll aus. Was geht denn jetzt ab? Lackschaden. Der Lackschaden.
Oh, jetzt haut der schon wieder ab. Komm noch mal her, Fisch. Ich brauche jetzt noch drei Stunden hier an der Stelle. Bitte? 3 Stunden stehe ich jetzt gerade hier an der Stelle. Wer? Was? Wo? Na, ich, ach nee, ich bin anders. Wo ich hierher wieder gewechselt bin, ist vor 2 Stunden. Ach so. Wo siehst du das denn? Wenn du einen Kescher aufmachst, wo du den ersten Fisch gefangen hast, den ersten Fisch gefangen hast, wie lange es her ist. Ja, stimmt. Hatte ich, glaube ich, auch schon öfters die Frage gestellt, aber. So, jetzt habe ich dich. Komm her. 2,6 Kilo, okay. Ich guck mir mal vielleicht doch die Spule an. Nee, das ist die gute. Oh, die hat aber auch schon. Guck mal, 3% Verschleiß. Ich glaube, ich verschleiß die echt gut, ne? Mhm. Oh, guck mal hier. 10,5% schon bei der. Oh, das sind 400 Gramm. Ja, bei der kleinen. Warte mal. Bei der. Ah, okay, das geht noch voll klar. 1,7. Ja. Ah, nee, das geht noch voll klar. So, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder befreien. Boah, das ist voll krass, deine Angelsignalgeräusche da. Wenn ich noch 2 Klicks leiser mache, dann ist das Haut aus bei mir. Das ist scheiße. Das ist übel. Ich stehe jetzt nur auf 4%. Und der Monitor selber, die Lautstärke von dem Monitor, ne? Die steht ja auch nur auf 10%. Krass. Ja, ne, hat echt gutes Mikrofon, Ja. Ja, das kann man ganz einfach nur mal aus Spaß mal über die Küche gehen und ich rede ganz normal weiter, so wie ich jetzt auch rede, ne? Okay. Das ist doch genauso. Krass. Dann kann ich hier ganz einfach hin in die Küche gehen und einfach noch weitergehen. Ich höre dich wirklich. Du hörst alles noch genauso wie vorher. Nicht ganz genauso, aber ich höre dich definitiv noch ganz. Genau gegenüber von mir stehen. Krass. So, jetzt sitze ich wieder hier. Ich stand in der letzten Ecke vor der Küche. Ja, sehr geil. Also, Flur raus. Ne? Also aus der Stube raus, im Flur. Und dann links rumwärts hier in der Küche bis ganz hinten in der Ecke. So ungefähr eine Distanz so von, lass es 10 Meter sein. Ja, 8 Meter. Um die Ecke. Und trotzdem. Nee, das ist schon echt gut. Und so teuer war das noch nicht mal. Das war 37 Euro. Da kann der Kollege sich mal ein Beispiel nehmen hier. Der auch eben. Obwohl, nee, wir haben ja festgestellt, dass es an meinen Einstellungen liegt, dass ich den nicht höre, ne? Ja, erst bei mir auch leise, relativ leise. So. Aber ich verstehe trotz all dem. Ja, aber warte, jetzt hat er was gesagt, jetzt habe ich ihn nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich habe das über Boxen laufen, willst du das wirklich? Ach so, ja, nee. Obwohl habe ich doch auch. Ja, aber dein Mikrofon ist auch nicht so fein, ist das. Hört man mich doppelt, wenn ihr redet? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Nein. Ich finde auch die intelligente Technik geil, dass das rausgefiltert wird, was zum Beispiel auf mein Headset jetzt kommt von euch, wenn ihr redet. Ja, dass das so wieder rausfiltert. Naja, dass der das selber filtert, ne? Ja, genau. Also, wenn es diese Filterfunktion nicht geben würde, das, was über den Rechner gerade läuft, das ja, zum Kopfhörer bzw. an die Boxen geht, dass ihr das nicht auch noch mit Lampe hört. Rückkopplung. Naja, dann, genau, diese Rückkopplung wollte ich gerade sagen. War zu Zeiten von TeamSpeak 2 oder sowas. Damals, war das schon zu denken. Gang und gäbe. Ja, ja. Vor allem die Sprachqualität, diese Übertragungsqualität. Wenn der einen hat, ist da, ja, ein bisschen zu viel getrunken hat, dann war so. Ne? Ja, wie was geil. Du, was bei dir angekommen ist. Ja, super. Ja, dann erzähle ich mal, was nochmal gefischt hat. Und da hat sich wirklich dann, musste es wirklich fragen, wer hat denn das jetzt gesagt? Machst du das, Tom? Nee, nee.
Ich war's, der Klaus. Achso. Kennt Ventrilo den Roboter-Chat? Bitte? Kennt er noch Ventrilo den Roboter-Chat? Nee. Nee, ich nicht. Okay, der war auch richtig. War Ja, das der war nicht wohl hier? wirklich gut, aber es gab nur irgendwie 1% der User haben es geschafft, das vernünftig einzustellen. Das heißt, jeder hat sich angehört wie ein Roboter. Oh, geil. Ja. Achso, das meinst du ja. Aber bei, wirklich bei TeamSpeak 2 damals, der Vorgänger von den TS3. Ja, das war, glaube ich, auf 56 Kilobit oder sowas, die Übertragung. Maximal, wenn du da diesen großen Server hattest mit Ja, da kann sie ja 128. auch nicht viel anfangen. Nee, da hat sich Yeah, ich wirklich bin Level 18. Jackpot. GZ. Danke, danke, Da hat sich danke. wirklich jeder gleich angehört irgendwie. Also konntest du auf jeden Fall von der Stimme her nicht unterscheiden. So auf Anhieb. Das war bestimmt gewollt, ey. Nee, es ist. Derzeit war auch das Internet, da gab es war so bei ja, 6.000, 12.000er DSL oder maximal so 25.000 und das war's. Ja, das gute Und DSL. da war es halt überwiegend so dass diese 6.000er Leitungen, die Leute da hatten. Da kannst du sowas nicht großartig machen. Ja. Und vor allem da, wo ich gewohnt habe, da gab es zu der Zeit, wo es TeamSpeak 2 gab. Ja, und das war noch zu Zeiten von World of Warcraft Burning Crusade. Ne? Okay. Da hatten die auch nur diese DSL Lite, ne, mit 384K. Also hat praktisch gar nichts gebracht. Nee, also maximale Downloadgeschwindigkeit 45 Kilobit die Sekunde. Alter, oh, da Ne? würde ich Also ja ausflippen, einmal World of Warcraft Burning Crusade downloaden, ne? Und dann Das ist gedauert vorbei. 3 Tage. Für 8 GB. Oder Krass. nee, 12 GB waren das damals. Boah, Und es kann doch nicht, kann doch da keinen hast du mehr als Spaß Tage. machen, Und ey. Erstmal drei Rechner Tage da wäre ausziehen sitzen. müssen, weil die Festplatte abgekackt ist, ne? Boah, und dann nochmal 3 Tage. World of Warcraft runterladen. 3,5 Tage habe ich gedauert. Hat gedauert, bis ich spielen konnte. Ich habe gesagt, Alter, ich habe einen Ring, ich muss zocken. Krass, ja, das ist Dienstes. echt krass. Bin nur fix ins TeamSpeak rein, ne? Und hab gesagt, ey Leute, Ach, guck mal es dauert nicht hier. genau einen Tag. Ja, hier, hör mal. Zwiebelmet hat für das Ganze eine Woche geladen. Eine Woche geladen. Also, Ja. das ist echt der Hammer. Ja, da war aber jemand anderes, also da habe ich auch abgeflucht, ne? Wenn mein Schiefvater mal meinte, sich an seinen PC zu setzen, ne? Und irgendwie Und die so ein Leitung Video noch anzuschauen. besetzen. Entweder ein Video auf YouTube anschauen zu wollen, musst du natürlich auch ewig lange vorladen. Oh, übel, Oder wenn er einfach nur eine Internetseite aufgemacht hat, ne? Wirklich einfach nur seine E-Mails checken. Da kam bei mir drüben vielleicht noch so, ja, um die 10 bis 15 Kilobit an. das ist echt krass, Eine ne? Sekunde. Ja, das ist ja Und dann halt. heute, je nachdem, wo du wohnst, da musst du ja auch Glück haben, dass du Internet hast, ey. Das ist schon eigentlich peinlich hier, ey. Und Ja. dann jetzt mit Das ist Corona, teilweise mit auch nicht machbar, Schule, dass bitte? Internet heute von ja. Guten Leitungen ausfällt. Wenn du jetzt Aber irgendwo es wird wohnst, mir wo du eine sagt solche. tausender Leitung hast, dann kriegst du keine Seite mehr auf wegen der ganzen Werbung allein. Ja, dann Ja. hast du richtig verkackt, genau. Kannst nach Hause gehen. Also zurückdenken an ISDN. Ja, Da da. hätten wir jetzt auffassen, dass Bilder dabei waren, ne? So stückweise immer frei runterwärts ging oder so. Das Bild sich ja, hochgeladen hat. Oh, lest mal hier, guck mal. Schlimmer war dann, wenn ich in die Schule gegangen bin und meine Mom den PC ausgemacht hat. Da hätte ich Ja. kötzen Ja, gleich wieder 8 Stunden weg gewesen davon. können. Ja. 8 Stunden, mach das mal am letzten Tag. Jetzt vielleicht gerade Freitag und du denkst, geil, ne, vielleicht heute noch der Tag und vielleicht kann ich heute Abend schon zocken. Ne, nee, Genau. Arschlecken, die Mutter hat den PC ausgemacht. Zack. Da kannst du ganze Nacht und einen halben Samstag nochmal dranhängen. Ja, brutal. Wenn du dann aber noch die ganzen Add-ons noch dazu brauchst, ach, da hören wir auf. Backnon und Bartender und wie sie alle hießen. Oh, kenne ich alle nicht. Backnon ist einfach nur, du hattest damals so 5 Taschenplätze gehabt. Und in der normalen Version hast du die Taschen als einzeln anklicken müssen. Also wenn du irgendwelches Items hattest, die du gesucht hast oder sowas, ja, hast du in der ersten Tasche aufgemacht, hast du ein paar Plätze, die Tasche hatte. Ja. Nur da ist es nicht. Hast du die nächste Tasche aufgemacht, da guckt ihr die ein paar Plätzen. Und
dieser Backnode hat das zum Beispiel diese ganzen 5 Taschen zusammen in ein Fenster zusammen vereint. Ach so, und dann hat sie da easy Zugriff. Mhm. Okay. Das zum Beispiel und ja, Auktionär fürs Auktionshaus und Questhelper und wie sie alle hießen. Und ja, Bartender ist halt, kannst du dein Interface selber so legen, wie du es haben wolltest. Okay. Weil damals hast du halt nur unten in der Mitte deine zwei Reihen gehabt mit den kleinen oben drüber. Die waren aber fest verankert und hast an der Seite, rechts an der Seite, so deine zwei Spalten für deine Zauber gehabt. Ach so, okay. Und mit Bartender konntest du dann so gesehen diese kompletten Spalten, diese kompletten Leisten. Alles auf eine. Überall hin, wo du es wolltest. Mhm. Oh oh, ich glaube. Gab es dann anderen Add-ons wie hier diesen Healbot-Gedöns und was ich alles gab. Ja gut, als Heiler dann halt so gesehen einfach so ein. Ja, mit den ganzen Dingern, so genau kenne ich mich da gerade nicht ganz aus, ey. Aber ich weiß schon, was du meinst. Oh, wenn Scheiße. Wenn du die in einem Order laden wolltest, da hast du auch nochmal so 100 MB gehabt auf jeden Fall, da hast du auch nochmal eine Stunde oder anderthalb Tage gesessen, bis du drauf hattest. Dann saßt du aber im Spiel und musstest erstmal die ganzen Dinge wieder erstmal einrichten, dass du es damit arbeiten könntest. Ja, geil. Was dann auch nochmal vielleicht ein paar Stunden geraubt hat. Ja, 12 Jahre habe ich das Spiel gespielt. Echt? Nee, bis Legion. Ja, und dann habe ich. Wurde es, ja. Ein bisschen zu sehr vereinfacht, ne? Okay, was heißt so sehr vereinfacht? Ja, es hatte so gesehen keinen Reiz mehr. Oh, warte mal, meine Spule brennt. Weil. Da haben dann so diese. Die haben diesen Talentbaum zum Beispiel so umgebaut, ne? Dann hast du drauf geklickt und hast dann nur noch so drei kleine Dinger gehabt, die du aussuchen musstest. Konntest. Und am Anfang war das wirklich so, die ersten drei Addons noch. Oder zwei Addons. Dass du dann überlegen musstest, wenn du als Druide unterwegs warst oder als Heiler, dann konntest du nicht nur einfach in den Heilerbaum rein, alle Punkte reinsetzen, ne? Sondern das musstest du auch mit kombinieren, den Heilerbaum hauptsächlich, klar, aber musstest mit kombinieren und aus den anderen drei Bäumen, die du auch noch hattest, ne? Skilltrees, die du hattest, da noch ein paar Punkte reinsetzen, um es maximal aus deinem Charakter rauszuholen. Ja, da kann dir hier der Kollege auch ein Lied von singen. Sowas war da mit dabei und dann wurde dann irgendwann eingefügt so ein Dungeon Finder und dieser Raid Finder, wo also so gesehen du dich einfach angemeldet hast für diesen Dungeon oder beziehungsweise diesen Raids. Ja, da wurdest du mit übelsten Leuten halt zusammengeschmissen, die entweder gar nichts auf die Reihe gebracht haben. Mhm. Ach, guck mal ja, hier, der, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Zwiebelmatch spielt sogar heute noch und der kann dir wahrscheinlich sogar was dazu sagen, so wie der TK-Tank einfach alle drei Talentbäume nutzen. Ja, nee, sorry, ich wollte nur hier genau. Das mal ein bisschen einbringen. Da, wo dann der Death Knight oder hier der Todesritter kam, ne, da dachten sie, ja, ich kann mit Frostblut oder mit einem Schattenbaum einfach mal als Tank agieren, ne, weil er halt einfach mal ein Tank ist. Ja, da hast du mal einen Frost-Decay damals gehabt, wo der rauskam. Ne, hat sich als Tank angemeldet, weil es halt die Möglichkeit besteht für diesen Charakter, den Todesritter, ne, dass er auch tanken kann. Ne, das ist eigentlich ein Damage-Dealer oder ein Tank, je nachdem wie er skillt. Ja, auch wenn es entweder als Frost oder den Schatten DK war, konnte er sich trotzdem, als das sind die Damage-Bäume gewesen, kann er sich einfach anmelden als Tank, kommt damit rein. Und stehst du da als, als Addon gerade rauskam, auch als frischer Heiler wieder da mit so Gammel-Gear. Und kannst du. Musst du irgend so einen Damage-Dealer, der anderen die Akku verliert und die Gruppe Schaden kriegt und er massiv Schaden kriegt, dann warst du nach einer Mob-Gruppe von drei Mobs, die du normalerweise ohne weiteres kaputt machst. Warst du als Heiler oben, du musst dich wieder hinsetzen und saufen. Ne? Das rammelt da schon wieder vor, holt sich den nächsten. Da wirst du dazu geflamed als Heiler, ne? Dass du nichts taugst oder so. Ja, super. Vorher hast du teilweise Raids gemacht mit 25 Leuten, wo du am Ende da alleine da standst als Heiler und hast die Gruppe immer noch oben. Alle geil. Hast immer noch Mana am Ende und da bist du es gefallen.
Und da kommst du in so ein Addon weiter mit dem DK da rein und bist bei der ersten Mobgruppe bist du halb oben, der halben Direkt. Gruppe tot. Das Wow, ich dachte, das war ein Hecht hier gerade. Oh, sorry, das war ein Hecht. 1,3 Kilo, Also ey. ich habe da Erlebnisse gehabt im Spiel, das geht gar nicht, ey. Okay. Nee, wie gesagt, Spiel habe ich gar nicht gezockt. Leider. Oder was heißt leider? Aber voll viele Kollegen von mir haben das gezockt. Spielen es auch teilweise heute noch. Ja, ich sag mal so, ich habe mir auch kurzzeitig mal überlegt, das mal wieder reinzuschauen, aber bisher hatte ich auch keinen Anreiz dazu gehabt. Okay. Auf der einen Seite interessiert es mich schon, wie jetzt ist die ganzen, die letzten Add-on ist, aber das Add-on ist auch schon ewig lange draußen. Ja, wenn, dann musst du direkt einsteigen, oder wie, ne? Ja. Nee, ja, nö, kannst du doch jetzt noch mal machen. Aber so wie damals wird es wahrscheinlich nicht werden. Es gibt auch die Classic-Version, musst du die zocken. Ja, aber die habe ich damals gesuchtet bis zum allerletzten, bis dann das erste Addon rauskam. Ich Okay. habe da schon angefangen, da war es noch eine Beta.